Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video bei Börse Online. Heute wollen wir wissen, kommt der Bitcoin-ETF noch dieses Jahr? Was stellt das Bitcoin-Halving nächstes Jahr mit dem Bitcoin und den weiteren Kryptowährungen an? Und was ist eigentlich mit dem digitalen Euro? Kommt da noch irgendwas? Für unser heutiges Video habe ich einen spannenden Gast bei mir im Studio. Professor Philipp Sandner ist Leiter des Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management und ich freue mich, dass Sie heute hier sind, Herr Sandner. Ja, schön, dass ich da sein darf und ich freue mich auf die Fragen zum Thema Bitcoin und Co. Ja, Herr Sandner, ich glaube, so die wichtigsten Fragen, die Bitcoin-Anhänger und Bitcoin-Anleger aktuell beschäftigt, ist ja, kommt jetzt endlich der Bitcoin-ETF? Also der Bitcoin-ETF ist ja schon seit langem in der Mache und die SEC in Amerika, also die dortige BaFin in Anführungszeichen, hat sich jetzt jahrelang davor gesträubt, einen solchen Bitcoin-ETF zu genehmigen. Jetzt so langsam gibt es immer mehr Anmeldungen für den Bitcoin-ETF. Die Deadlines kommen so langsam. Jetzt im November waren welche, dann im Januar sind die nächsten, im April kommen wieder welche. Das heißt, irgendwann muss sich die SEC entscheiden. Die Qualität der Anträge für die Bitcoin-ETFs ist zunehmend besser geworden. Es gab auch Rückfragen, die beantwortet worden sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-ETF bis Mitte April, Ende April kommt und genehmigt wird, ist sehr, sehr, sehr hoch. Und doch weiß man natürlich nie, was passiert. Es kann auch sein, dass es politische Strömungen gibt, eben dann doch keinen Bitcoin-ETF haben zu wollen. Das wäre eine große Enttäuschung für alle und die Wahrscheinlichkeit hierfür ist sicher klein. Aber genehmigt ist der Bitcoin-ETF eben dann, wenn er genehmigt ist. Und Sie haben es angesprochen, vorher. Im November ist also schon wieder die nächste Deadline verstrichen und im November kommt also auf jeden Fall kein Bitcoin-ETF mehr. Sehe ich nicht. Also mein gut, es gibt immer nicht nur die Deadlines, die SEC, die kann sich natürlich auch zu jedem Zeitpunkt dafür entscheiden. Das heißt, man kann auch am 1. Dezember theoretisch den Bitcoin-ETF haben, aber man weiß es natürlich nicht. Ja? Mit jedem Tag, der vergeht und je eher man eine nächste Deadline erreicht, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, ganz klar. Und doch, wie gesagt, der Bitcoin-ETF ist halt dann erteilt, wenn er erteilt ist und nicht früher. Sie haben es im Vorgespräch angesprochen. Wir schauen jetzt alle immer auf die USA und auf den Bitcoin-ETF dort. Aber auch in anderen Ländern gibt es ähnliche Produkte, die auf Zulassung warten oder unter Umständen schon zugelassen sind. Genau, also der amerikanische Kapitalmarkt ist natürlich der Leitmarkt, ganz klar. Und wenn eine Firma wie BlackRock und Co. sich mit dem Thema beschäftigen, dann geht davon schon nochmal eine ganz besondere Signalwirkung aus. Also man kann das nicht kleinreden. Aber es gibt andere Länder, Brasilien zum Beispiel, dort wird es so eine Art Bitcoin-ETF früher oder später geben. Dann haben wir zum Beispiel hier in Deutschland ja die sehr große Firma DWS, gehört zur Deutschen Bank. Die wird auch in Q1 mit so einem Art Bitcoin-ETF starten. Wir haben ja hier in Europa schon eine ganze Handvoll Bitcoin-ETFs, gell? Von 21 Shares, von Vanguard und von anderen. Da ist schon eine ganze Industrie in dem Bereich entstanden. Und insofern sehe ich schon, dass es nicht nur den amerikanischen Bitcoin-ETF gibt und geben wird, sondern noch zig andere in zig anderen Ländern. Und dennoch wurde jetzt also das Thema Bitcoin-ETF genutzt, um den Bitcoin, sagen wir es mal, anzuschieben oder um die aktuelle Rallye damit zu erklären. Wie viel Anteil hat denn diese Story, das Storytelling über den Bitcoin-ETF aktuell wirklich bei der Preisentwicklung, die wir zuletzt gesehen haben? Da ging es ja schon saftig nach oben. Ja, also ich glaube, dass der Bitcoin-ETF erzeugt schon eine gewisse Hoffnung für viele Leute, zu sagen, wenn der Bitcoin-ETF kommt, dann erstens strömt weiteres Geld in den gesamten Bereich. Dementsprechend müsste dann aufgrund der Nachfrage der Preis steigen. Und weiterhin geht natürlich von BlackRock und Co. auch eine ganz signifikante Signalwirkung aus. Also das ist so die Hoffnung, die Anleger dann haben. Dementsprechend wird der Bitcoin-ETF zu dem jüngsten Anstieg schon gehörig beigetragen haben. Und doch ist es natürlich so, dass es auch noch andere Faktoren gibt. Erstens, zunehmend mehr Leute, auch zunehmend mehr professionelle Anleger fangen an, den Bitcoin zu verstehen, nämlich als das, was er ist. Er ist ein knappes Gut, analog zu digitalem Gold. Und er wird in der Lage sein, auch Geld langfristig zu erhalten, als Gegenentwurf zu inflationierenden Währungen. Das fangen an, die Leute zu verstehen. Und dann, basierend auf dem Verständnis, wird eben dann investiert. Weiterhin ist ja auch das Halving bekannt. Das wird im April eintreten. Da ändert der Bitcoin planmäßig sein Protokoll, seine Berechnungsweise. Und dann wird das Angebot von Bitcoin eingeschränkt. Das heißt, wenn Sie eine höhere Nachfrage haben und ein geringeres Angebot, dann gibt es eben viele gute Argumente, warum der Preis steigen dürfte. Und ich glaube, das haben wir gesehen. Ja, über das Bitcoin-Halving werden wir nachher auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Sie haben es angesprochen und darauf möchte ich nochmal zurückkommen. BlackRock, Fidelity, das sind ja zwei der großen Firmen, die Anträge auf einen Bitcoin-ETF gestellt haben. Da sind noch mehrere. Das hört sich jetzt erstmal gut an.
Aber geht davon vielleicht trotzdem auch eine gewisse Gefahr aus, auch Stichwort Dezentralisierung? Denn diese großen Player werden ja sicherlich auch viel Kapital dann in den Bitcoin, sagen wir mal, pumpen oder hereinziehen. Diese Bitcoin werden dann physisch hinterlegt. Gibt es da nicht auch die Gefahr eines Klumpenrisikos oder sehen Sie das gar nicht und wird es nachher technisch und verwaltungsmäßig getrennt? Ja, also mein gut, ein ähnliches Risiko gibt es bei Aktien ja auch. Also Sie haben große ETFs, denen gehören große Anteile von DAX-Firmen oder Ähnlichem. Da gibt es dann auch so eine Art Klumpen, die da entstanden sind. Sehe ich jetzt aber gerade beim Bitcoin nicht so sehr als Risiko an. Wichtig ist, und darauf deuten Sie hin, die Frage ist, ob der Bitcoin durch den ETF so ein bisschen von seinem ursprünglichen Geist verliert, also dezentral und für die Menschen und so weiter und so fort. Kann man argumentieren, aber ich sehe es ehrlich gesagt anders, weil der Bitcoin ist und bleibt natürlich ein Angebot auch für das Individuum, direkt den Bitcoin zu kaufen bei entsprechenden Börsen. Ich muss ja kein ETF kaufen. Ja. Das heißt, sobald der ETF da ist, habe ich schlicht und ergreifend zwei Möglichkeiten zu investieren, entweder direkt in den Bitcoin oder eben indirekt via ETF. Beides funktioniert. Deswegen würde ich nicht sagen, dass bei Bitcoin eine Gefahr ausgeht. Mhm. Bei Ethereum aber sieht es schon wieder anders aus. Ja. Ethereum hat ja sich umgestellt. Das heißt, Ethereum ist nicht mehr ganz so dezentral, wie es früher mal war, auch schon gar nicht so dezentral wie Bitcoin. Mhm. Und bei Ethereum sind quasi große Bestände von Ether in einzelnen Händen gefährlich, weil dadurch natürlich die Netzwerkarchitektur verändert werden kann aufgrund der Konzentration. Können Sie das nochmal kurz ein bisschen erläutern, wie das dann bei Ethereum funktionieren könnte oder was da jetzt genau gefährlich ist, wenn nur ein paar Leute sehr viele Ether halten? Ja, also bei Ether ist ja nicht der sogenannte Proof-of-Work-Mechanismus im Einsatz wie beim Bitcoin, sondern inzwischen seit einem guten Jahr der Proof-of-Stake-Mechanismus. Das bedeutet, es gibt eine gewisse Anzahl von Validatoren, die das Netzwerk berechnen und die Transaktionen erzeugen und berechnen. Und wer dort Validator ist, der muss quasi Ether hinterlegen, kriegt dafür auch eine Rendite, kriegt dafür auch einen Zinssatz. Und wenn jetzt zu viele Validatoren koordiniert werden von einem supergroßen Ether-Bestand, dann kann dadurch natürlich das Netzwerk Risiken bekommen, weil letztendlich dadurch so eine Art 51%-Attacke in Anführungszeichen möglich würde. Ja, das heißt, der Unterschied ist jetzt im Moment bei Bitcoin und Ethereum. Bei Ethereum könnten große Halter sich zusammenschließen und die Blockchain kapern, nennen wir es mal so. Exakt, genau so. Bei Bitcoin ist das ja nur durch den Besitz der Bitcoin ja nicht so möglich wie bei Ethereum. Ist es richtig? Weil bei Bitcoin kommt es ja auf die Nodes an. Ja, also Sie haben schon recht. Also bei Bitcoin könnte derjenige das Netzwerk zerstören, der 51% der Mining-Leistung auf sich vereint. Genau, also aber 51%. Nicht 51% der Coins. Exakt. Deswegen genau, könnte jetzt, recht. Sagen wir mal, böse BlackRock könnte jetzt nicht 51% aller Bitcoin sozusagen im ETF versammeln und dann sagen, jetzt gehört die Blockchain uns. Das geht nicht, weil es ja um die Mining-Power geht. Richtig. Und ein Miner ist BlackRock ja höchstwahrscheinlich nicht. Oder wenn, dann haben sie aus Marketing-Gag vielleicht irgendwo ein Mining-Rig stehen oder so. Das ist der Unterschied. Genau, aktuell. Das ist der Kern. Also reiner Bitcoin-Besitz erzeugt quasi noch keine Gefahr für die Technik bei Bitcoin. Mhm. Bei Ethereum ist es anders. Reiner Ether-Besitz kann aufgrund der Konzentration und aufgrund von Möglichkeiten, mehrere Validatoren zu betreiben oder halt viel zu staken, dann für das Ethereum-Netzwerk schon eine Gefahr werden. Aber da sind wir noch lange nicht. Also Stand heute sind da keine Gefahr. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, den jetzt noch nicht so viele Anleger direkt auf dem Schirm haben, dass es da im Moment diese Unterschiede gibt. Und nun kam ja auch BlackRock raus und will einen Ethereum-ETF im Laufe des nächsten Jahres auf die Straße bringen. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das dann eher kritischer oder sagen Sie, das ist dann halt auch für den Krypto-Ökospace wichtig? Also klar, es ist wichtig, weil dadurch eben professionelle Anleger, insbesondere institutionelle Anleger, also auch ein Family Office, vielleicht auch ein großer Fonds, sowohl in Bitcoin als auch in Ether investieren können. Das ist wichtig. Der Hintergrund ist ja der, dass bestimmte Fonds, bestimmte professionelle Anleger sich ganz, ganz, ganz schwer tun, direkt in Bitcoin oder in Ether zu investieren. Ja, da gibt es Probleme beim Onboarding bei den Börsen und Ähnliches. Der Bitcoin ist deswegen, oder auch Ether, muss deswegen verpackt werden als Wertpapier, Klammer auf ETF, Klammer zu, um ihn damit kompatibel zu machen, auch für die IT-Systeme von den ganzen Fonds. Deswegen ist es wichtig, dass der Ethereum oder Ether ETF eben dann auch kommt. Aber eben mit dem vorgenannten Risiko, dass dadurch eine Konzentration auf der Netzwerkebene eintreten kann.
Ja, es ist ein Risiko. Ich persönlich würde jetzt aber nicht davon ausgehen, dass da ein großer negativer Einfluss entsteht. Also das ist mehrheitlich eher positiv zu werten, nicht negativ. Also zumindest mal auf die nächsten wenigen Jahre, ganz klar. Was würden Sie jetzt vom Gefühl her sagen? Haben Sie im Moment ein besseres Gefühl für ein Investment bei Bitcoin oder bei Ethereum? Also aus meiner Sicht, und das sage ich auch schon seit Jahren, ist sowohl Bitcoin als auch Ethereum eine tolle Technologie. Beides ist im Einsatz, beides verbreitet sich, bei beiden kann man investieren. Im Gegenzug muss man eigentlich eher sagen, dass viele andere Projekte, die es da draußen gibt, es gibt ja tausende von Kryptowährungen, dass man dort vorsichtig sein sollte. Bei Bitcoin und bei Ethereum kann man inzwischen sagen, dass das also wirklich Technologien sind und auch Anlageobjekte sind, die wirklich jetzt inzwischen verschiedener Kritik standhalten, die auch Attacken standgehalten haben und die aufgrund der Anfrage, die aufgrund des Angebots- und Nachfragelogik sich auch behaupten dürften. Warum sollte man jetzt dann bei den anderen Altcoins vorsichtig sein? Also haben Sie da bestimmte Gründe oder was ist da Ihre These? Es gibt immer tolle Projekte unter den Altcoins, also quasi auf den niederen Rängen. Ganz klar, da gibt es tolle Projekte aus dem DeFi-Bereich und so weiter. Aber es ist natürlich nicht ganz einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. Und es gibt halt tausende Tokens von irgendwelchen Unternehmern irgendwo auf der Welt erzeugt oder gebaut. Und da die Spreu vom Weizen zu trennen, ist wirklich nicht schwer. Deswegen gibt es auch gute Gründe, letztendlich die Finger von den Altcoins zu lassen und sich auf Bitcoin zu fokussieren oder vielleicht auch noch eben auf Ethereum, also die Nummer 1 und die Nummer 2. Was ich da immer gerne mache, jetzt gerade unter Investitionsaspekten, dass ich mir die Paare anschaue. Also ich lasse Bitcoin gegen Ethereum laufen, ich lasse Bitcoin gegen Dogecoin laufen, ich lasse Bitcoin gegen Solana laufen und so weiter. Das kann man sich bei TradingView oder wo auch immer ja anschauen. Und da sieht man, dass eigentlich alle Kryptowährungen immer gegen Bitcoin und Ethereum am Ende verlieren. Also es gibt ja nur ganz wenige Altcoins, die sich auch über einen längeren Zeitraum preislich gegen Bitcoin und Ethereum durchsetzen. Zwischendurch schon. Also zwischendurch gibt es vielleicht mal 6 Monate, wo das gelingt. Aber ich will das ja nicht nur innerhalb von 6 Monaten, sondern vielleicht innerhalb von 2, 3 Jahren oder am besten für immer. Weil sonst ist ja praktisch die Frage, warum sollte ich jetzt mein Geld nicht in Bitcoin stecken, sondern in irgendeinen Altcoin, wenn der mir höchstwahrscheinlich gar nicht mehr Rendite auf lange Sicht als der Bitcoin bringt. Das wäre dann ja eher so ein bisschen reine Spekulation oder reines Casino, ob dieser Coin jetzt irgendwann mal abgeht. Ja, würde ich weitestgehend zustimmen. Also es kommt letztendlich auf den Zeithorizont an. Wer eher schnellere Gewinne machen möchte, für den wären verschiedene Altcoins sicherlich interessant, aber unter der Voraussetzung, dass man sich wirklich tief einarbeitet. Mhm. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass man auch sein eingesetztes Kapital verliert. Mhm. Wer einen längeren Zeithorizont haben möchte, wer auch von der besseren steuerlichen Situation profitieren möchte aufgrund des längeren Zeithorizonts, der ist bei Bitcoin und bei Ethereum recht gut aufgehoben. Dann braucht man auch kein Zocken im Sinne von rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ja. So, nun haben wir es ja schon angesprochen. Das Bitcoin-Halving findet nächstes Jahr im Frühjahr statt. Kurz zur Erklärung, was ist das Bitcoin-Halving? Bei diesem Event, was alle 4 Jahre ungefähr stattfindet, wird die Menge an neu ausgeschütteter Bitcoin halbiert. Aktuell ist es ja so, dass alle 10 Minuten im Schnitt ein neuer Block beim Bitcoin gefunden wird. Den finden ja die Miner. Damit die Miner einen Anreiz haben, um Strom, Zeit, Arbeit aufzuwenden, wird eine Belohnung ausgeschüttet, der sogenannte Bitcoin Reward. Das heißt, aktuell kommen alle 10 Minuten im Schnitt 6,25 neue Bitcoin auf den Markt. Und am Halving-Tag wird das halt halbiert. Das ist ja im Bitcoin-Protokoll festgelegt. Also statt 6,25 ab April nächsten Jahres 3,125 Bitcoin alle 10 Minuten. Das ja, verknappt das Angebot etwas. Die Inflationsrate sinkt von aktuell 1,7% beim Bitcoin auf 0,84%. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass immer in den Monaten nach dem Halving beim Bitcoin eine sehr schöne Rallye eingesetzt hatte. Jetzt nicht direkt am Halving, nicht 5 Tage danach, sondern in den Monaten danach. Die Frage für Anleger ist ja jetzt, Herr Sandner, denken Sie, das wird auch im nächsten Jahr wieder so passieren? Also ist es sowas wie eine self-fulfilling prophecy? Also die Logik ist schon bestechend, das muss man schon sagen. Ja. Die Nachfrage nach Bitcoin bleibt konstant. Das Angebot wird gesenkt durch den Bitcoin-Algorithmus. Was passiert in Märkten, wo das Angebot sinkt und die Nachfrage bleibt? Klar, der Preis geht hoch. Deswegen ist die Logik gut. Deswegen habe ich da auch grundsätzlich überhaupt gar keine Probleme damit. Aber
Man hat jetzt aus den letzten ein, zwei Mal eben gesehen, dass genau diese Entwicklung stattfindet und versucht jetzt quasi das nächste Mal davon abzuleiten. Mhm. Und damit habe ich ein bisschen ein Problem, weil letztendlich findet sich eben der Preis im Sinne von, wie vorher schon besprochen, Angebot und Nachfrage. Und es kann eben auch Faktoren geben, die die Nachfrage einbrechen lassen. Regulatorik, zum Beispiel der ETF, der dann doch nicht kommt, mhm. Wieder erwarten. Die Firma Binance, die momentan auch so ein bisschen unter regulatorischem Beschuss steht in Amerika. Das heißt, es gibt auch viele Faktoren, die den Preis einbrechen lassen können, sodass genau die zu erwartende Preisentwicklung eben gerade nicht einsetzt oder früher einsetzt oder später einsetzt. Also daraus jetzt eine Gesetzmäßigkeit abzuleiten, das würde ich nicht machen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass Bitcoin und Ethereum nächstes Jahr eigentlich eine ganz gute Preisentwicklung hinlegen dürften. Egal, ob jetzt einen Monat früher oder einen Monat später. Warum? Weil wir eben viele Banken sehen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Vor kurzem die DZ Bank in Frankfurt, die ja das Mutterhaus ist von allen Volks- und Raiffeisenbanken, die sich jetzt dem Thema Blockchain nähert, auch der Verwahrung von Kryptowerten. Dann jetzt ganz aktuell die Commerzbank. Habe ich heute Morgen gelesen, ja. Genau, die entsprechende Lizenz bekommen hat, um potenziell, wenn man denn dann will, Kryptoassets zu verwahren. Auch das ist quasi in der Mache. Dann, wie schon gesagt, gibt es verschiedene ETF-Produkte, die kommen. DWS, wie gesagt, gehört zur Deutschen Bank, dann in Brasilien. Und das waren jetzt ja mal nur ein paar Länder. Also es gibt ja noch zig andere Länder, wo eben Adoption auch stattfindet. Das heißt, es werden Gefäße oder Vehikel oder Routen geschaffen, dass quasi Geld in das Ökosystem strömen kann. Das ist die Nachfrageseite. Es gibt aber auch Risiken, wie vorher schon gesagt, Binance und Regulatorik, die Stigmatisierung aufgrund des Stromverbrauchs und Ähnliches, die dazu führen können, dass es Preisrücksetzer geben kann. Und dann natürlich auf der Angebotsseite das Halving. Das ist so dieses gesamte Konvolut, aus dem sich das ganze nächste Jahr 2024 der Preis bilden wird. Und da kann man aus meiner Sicht schon wirklich sehr, sehr, sehr gute Gründe finden, dass der Preis sich positiv entwickeln dürfte. Ja, man weiß es ja nicht. Aber dass es jetzt unbedingt an dem Halving hängt und am 20. April losgeht, das stimmt. Wir nicht. Ja. Die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass es eben erst 6 bis 12 Monate danach sozusagen richtig losgegangen ist. Das kann man jetzt aufs Halving zurückführen. Es kann ja auch immer andere Gründe geben. Ich sage auch immer, es ist ja nicht der eine einzige Grund. Exakt. Aber viele fokussieren sich halt gerne darauf und werden sicherlich auch drauf schauen. Und auch die Medien werden sicherlich groß darüber berichten. Und deswegen vielleicht, weil viele Leute dann wieder drüber lesen, also ne, dass es einfach diese Mechanik dann mittlerweile angenommen hat. Aber Sie haben es angesprochen, es gibt noch andere Gründe, worüber ich noch gerne kurz reden möchte, bevor wir zum digitalen Euro kommen. Wir hatten sonst immer Tether, den Stablecoin sozusagen als Damoklesschwert so ein bisschen über uns. Habe ich jetzt nicht mehr so viel drüber gehört. Sie haben jetzt Binance angesprochen. Wie sieht es bei diesen beiden Risikofaktoren aus? Mein Tether ist ja ein US-Dollar-Stablecoin, der ist für das gesamte Ökosystem sehr, sehr, sehr wichtig. Der ist jetzt aber an Größe, hat der massiv zugelegt, weil ja die Amerikaner die letzten 12 Monate ein bisschen kryptokritisch waren. Mhm. Ja, das heißt, Tether hat noch zugelegt. Das heißt, für den Fall, dass da ein Problem auftreten würde, dann wäre das Risiko natürlich noch größer, dass der Preis einstürzen würde. Aber ich sehe das momentan ehrlich gesagt nicht als Risiko. Also Tether ist inzwischen eine Instanz geworden in dem Kryptobereich. Es ist da, es gibt auch inzwischen die ersten Audit Reports. Klar, da würde man sich mehr Signale von Wirtschaftsprüfern wünschen, dass das dann wirklich auch stimmt, was da steht. Aber ich sehe Tether momentan jetzt nicht so als direktes Risiko, was zu einem Kursverlust führen würde. Binance hat immer darauf geachtet, dass die Assets von den Kunden sauber verwahrt wurden oder verwahrt werden. Da ist Binance ganz anders als FTX. FTX hat ja die Kundeneinlagen verwendet und damit gezockt. Also da ist Binance also wirklich eine ganz, ganz, ganz andere Nummer im Positiven. Und doch hat Binance natürlich regulatorische Probleme in verschiedenen Ländern und verliert deswegen auch an Marktanteil. Kürzlich hat man es gesehen, dass gerade bei Derivaten die CBOE in Chicago mehr Derivate abgewickelt hat als Binance. Das heißt, da gab es quasi so eine, da hat die Position 1 von Binance innegehalten, die Position 1 abgegeben an jetzt die Chicago-Börse. Also das ist ganz interessant. Das heißt, Binance scheint an Gewicht zu verlieren, aber anders als FTX kann ich mir nicht vorstellen, dass Binance über Nacht umkippt und verschwindet. Das sehe ich nicht. Ich glaube eher, dass Binance aufgrund der Regulatorik und Geldwäschevorwürfen und so weiter über die
Jahre oder über die Monate immer mal wieder angeschossen wird und eben einen Marktanteil verliert. Das wäre meine Hypothese hier. Was gibt es noch für Risiken? Das Thema Stromverbrauch ist immer ein Thema, was gesellschaftlich zu Stigmatisierungen führen kann, weil es auch viele Leute nicht richtig einschätzen können. Das kann auch dann in der Folge zu Regulatorik gegen den Bitcoin führen. Aber das sehe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht für 2024. Das wäre eigentlich eher ein Thema, was 2025 auftauchen könnte. Warum 2025? Weil jetzt einfach das Thema Bitcoin über ein Jahr relativ leise war. Es wurde überlagert von AI. Wir haben andere Themen in der Gesellschaft, die uns beschäftigen. Das Thema Stromverbrauch hängt ja auch an der Preisentwicklung. Ja? Also je höher der Preis, desto eher wird dann der Stromverbrauch auch steigen. Jetzt ist der Preis eben rumgedümpelt über Monate bei 25.000 US-Dollar. Dementsprechend war der Stromverbrauch auch nicht so hoch wie früher mal. Das heißt, man hat das auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dementsprechend ist das einfach momentan kein Thema. Aber wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann würde auch nachgelagert der Stromkonsum steigen. Dann kommt es wieder in die Medien, dann fällt es den Leuten auf, dann fangen die Leute an, das zu verstehen. Manche Leute tun sich dann schwer, den Stromverbrauch abzugrenzen von dem CO2-Konsum. Das sind ja ganz komplizierte Mechanismen, die man verstehen muss. Wenn man sich nicht die Mühe gibt, das zu verstehen, dann kommen sofort die Vorurteile und so weiter und so fort. Das sind aber Prozesse, die dauern Monate. Und diese Prozesse würden wahrscheinlich genau dann einsetzen, wenn der Bitcoin-Preis wieder in den Medien ist, wenn er gestiegen ist, weil nämlich dann die Leute wieder genau drauf schauen, was passiert da. Das könnte vielleicht im Herbst nächsten Jahres sein. Okay, verstehe. Und dann sind wir von den Mechanismen her bezüglich Stigma, Regulierung und so weiter und so fort ganz schnell im Jahr 2025. Das heißt, ein bisschen zusammenfassend kann man sagen, klar, es gibt weiterhin natürlich Risikofaktoren, es kann was passieren. Im Moment überwiegt aber scheinbar doch so ein bisschen das Storytelling um den Bitcoin-ETF, das Bitcoin-Halvening, was wir angesprochen haben. Was ich auch noch wichtig finde, das hatten wir jetzt noch nicht, wie sieht es denn mit den Zinsen aus? Weil es hat sich ja schon gezeigt, dass Bitcoin nicht mehr so ganz komplett unabhängig ist von den Börsen. Es hatte sich oft so eine Nasdaq, also US-Tech-Korrelation gezeigt. Wenn die Zinsen in den USA nächstes Jahr sinken und danach sieht es laut den Erwartungen des Marktes ja aus, könnte das den Bitcoin dann auch nochmal pushen? Oder sagen Sie, das hat jetzt unter den Aspekten erstmal wenig damit zu tun? Doch schon. Also das ist ja eine Binsenweisheit, dass wenn die Zinsen steigen, dass dann Assetpreise nachgeben auf voller Front. Und wenn die Zinsen eben dann sinken, dann passiert das Umgekehrte, dann steigen tendenziell Aktien, Immobilienpreise und eben auch der Bitcoin. Interessant ist aber, dass jetzt gerade die jüngsten Zinsschritte in Amerika und auch in Europa auf den Bitcoin eben nicht negativ gewirkt haben. Das heißt, der Bitcoin hat sich da resistent erwiesen. Das sieht man auch ganz interessanterweise an den Korrelationen. Letztes Jahr oder auch Anfang des Jahres hatte man noch gemutmaßt, dass eben Bitcoin vielleicht so eine Art Tech-Aktie sein könnte und dementsprechend die Korrelation zu Tech-Aktien sehr, sehr, sehr hoch ist. War sie ja auch. Die Korrelation war bei 0,5 zum Beispiel. Aber jetzt so in den letzten Monaten ist die Korrelation komplett ausgeblieben. Ja, das heißt, eine Gleichbewegung, eine synchrone Bewegung zwischen Tech-Aktien und Bitcoin hat man nicht gesehen. Und dementsprechend glaube ich, dass der Bitcoin resistent ist und war vor Zinserhöhungen. Aber wenn jetzt die Zinsen gesenkt werden, dann kann es natürlich trotzdem wieder neue Kaufkraft in das Ökosystem spülen, vollkommen richtig. Dann gehen aber Aktien hoch, Gold hoch, Immobilien hoch und. Und der Bitcoin mutmaßlich natürlich auch vollkommen richtig. Bevor wir jetzt zum letzten Kapitel für heute, dem digitalen Euro, digitalen Währungen kommen, möchte ich einmal Sie, liebe Zuschauer, auffordern, uns in die Kommentare zu schreiben, was Sie denn denken. Wie entwickelt sich der Bitcoin im nächsten Jahr? Wird er steigen? Wird er fallen? Was sind Ihre Erwartungen, Ihre Kursziele? Lassen Sie es uns wissen und darüber diskutieren in den Kommentaren. Ja, Herr Sandner, Sie sind ja auch im gesamten Space der digitalen Währung unterwegs. Jetzt nicht nur Bitcoin, Ethereum. Da haben wir auch das Thema digitaler Euro, digitaler Dollar, digitaler Franken. Da haben Sie in der Woche was Interessantes zugeschrieben. Wie sieht es da im Moment aus? Zwischendurch hatte man sich Sorgen gemacht. Jetzt kommt der digitale Euro. Wir werden noch gläserner. Es darf kein Bargeld mehr geben. Was ist da aktuell so die Gemengelage? Ja, also zunächst mal der Bitcoin und Ethereum, was wir vorher besprochen hatten, das ist eigentlich eher so einzustufen wie so digitale Rohstoffe. Bei Gold, bei Bitcoin ist es eine Analogie zum digitalen Gold und so weiter und so fort. Deswegen darf man den Bitcoin, Ethereum auch nicht mit dem Euro gleichsetzen. Ja, man würde ja auch nicht Gold
und den Euro gleichsetzen. Würde man nicht machen. Deswegen ist der digitale Euro schlicht und ergreifend was anderes. Der digitale Euro ist ja eine Möglichkeit zu bezahlen. Das heißt, man würde damit Konsum tätigen, Pizza, Espresso und. Und was die EZB hier plant, ist eigentlich ganz grob so eine Art Kreditkartensystem. Also man möchte letztendlich in den Markt eintreten, wo Kreditkartenzahlungen stattfinden. Warum? Weil man eine eigene souveräne Zahlungsinfrastruktur aufbauen möchte für Individuen. Also wenn ich zum Beispiel was einkaufe, ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr oder Pizza, Kiosk und so weiter, man möchte quasi mir die Möglichkeit geben, digitales Bargeld zu geben und das zu Zahlungszwecken zu verwenden, analog zur heutigen Kreditkarte. Mhm. Das ist so das, was die EZB vorhat. Da gibt es natürlich dann Bedenken bezüglich Datenschutz, Gewährung von Privatsphäre, Überwachung von Transaktionen. Diese Bedenken sind aus meiner Sicht teilweise gerechtfertigt. Nicht, dass die EZB oder die Europäische Kommission derartiges planen, also den gläsernen Kunden, das sehe ich überhaupt gar nicht, aber zumindest sind die Bedenken gerechtfertigt, dass man darauf achten muss, was wird hier an Systemen gebaut. Also das muss man ganz, ganz sensibel beobachten. Wenn Sie das so ansprechen, ist das dann, also der digitale Euro wie ein Kreditkartensystem, ist das dann eine Konkurrenz und eine Gefahr jetzt für die aktuellen Kreditkartenriesen wie Visa, Mastercard, Amex? Es könnte mal so sein, aber man darf das natürlich jetzt auch nicht übereilen, weil der digitale Euro soll ja frühestens ab 2026 kommen und es gibt schon erste Schätzungen von Experten, dass es eigentlich eher 2028 soweit kommt. Ja, so schnell wie in der EU und auch in Deutschland sich die Dinge entwickeln, dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Ja, und das ist eben, also das ist schon noch eine ganze Weile hin. Ja. Und während diesen ganzen Jahren bis 2028 werden die Kreditkartenanbieter Mastercard, Visa, aber auch PayPal, Apple Pay, Google Pay, die werden ja nicht schlafen mehr, sondern die entwickeln ihre Lösungen natürlich auch weiter. Und dann kommt man natürlich auch zum Ergebnis, wenn diese Lösungen alle besser werden und die EZB bringt ihren digitalen Euro 2028 auf den Markt, ist der dann ebenfalls so gut wie eine Kreditkarte, besser, schlechter? Was macht der Kunde, was mache ich, was machen Sie? Würden wir das tatsächlich einsetzen oder bleiben wir bei der Kreditkarte? Da gibt es ganz, ganz, ganz viele offene Fragen. Deswegen ist es wichtig, sich heute mit dem Thema zu beschäftigen, sich die Konzeption anzuschauen, auch die Bedenken zu äußern bezüglich Privatsphäre und Ähnliches. Und doch ist es wirklich noch eine ganze Weile hin, bis diese ganzen Entwicklungen denn dann tatsächlich kommen. Eine Variante des digitalen Euros ist ja der Stablecoin auf Blockchain-Basis. Ja, das heißt, gemäß der neuen Regulierung, die heißt MiCA, die ist schon in Kraft getreten, die wird dann ab 2025 verpflichtend können Euro-Stablecoins auf Blockchain-Basis gebaut werden. Also was hat das dann für Auswirkungen oder wer könnte das dann darauf bauen? Letztendlich da, wo man den Mehrwert von Stablecoins sieht. Wo ist der Mehrwert von solchen Stablecoins? Erstens mal bei grenzüberschreitenden Zahlungen, also quasi von hier in ein anderes Land. Innerhalb von wenigen Sekunden werden $100 transportiert. Also da ist zum Beispiel Mehrwert. Ein weiterer Mehrwert ist die Integration von Zahlungsprozessen direkt in entsprechende Systeme und Prozesse, zum Beispiel Handel von Assets. Ja, das heißt, der Handel von Assets, auch der Kauf von Aktien und Ähnliches, kann wesentlich schlanker, günstiger, effizienter gestaltet werden mit einem solchen Euro-Stablecoin. Es gibt ja schon die US-Dollar-Stablecoins seit Jahren und ab 2025 kann es eben dann auch die Euro-Stablecoins geben. Das wäre quasi eine Variante des digitalen Euros ab 2025. Ja, das heißt, das ist einige Jahre vor dem, was dann die EZB 2028 machen wird. Und auch da in dem ganzen Bereich tut sich viel. Die Schweizer zum Beispiel bauen auch so eine Art Stablecoin auf Blockchain-Basis. Aber nicht analog zu einem Kreditkartensystem, sondern eben eher für den Handel von Schweizer Franken zwischen Banken. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viel Dynamik eben auch in dem Bereich digitaler Euro. Also auch ganz viele unterschiedliche Ausgestaltungen, so wie man das hört. Also man kann jetzt gar nicht sagen, eine digitale Währung ist eine digitale Währung und nichts anderes. Also es gibt ja, dann haben wir einmal den Bereich Kryptowährungen, was ja vom Namen her wahrscheinlich ein bisschen falsch ist. Man müsste eher sagen Kryptoassets. Richtig. Dann haben wir den, ich nenne es jetzt mal digitalen Euro, an dem die EZB tüftelt und was dann wahrscheinlich noch ein bisschen dauert. Und dann haben wir die Stablecoins, also Blockchain-Stablecoins, wo man, oder wie haben Sie es eben genannt, Euro-Stablecoins dann sozusagen. Exakt, ne? Also ganz eine große Range an verschiedenen Produkten. Und wichtig ist ja, glaube ich, auch immer noch, dass der digitale Euro oder diese Stablecoins ja an sich kein Investment sind oder kein Investment wert sind. Also Kryptowährungen, finde ich, sind ein Investment. Ich kaufe jetzt nicht Bitcoin, um damit meinen Kaffee zu bezahlen. Und mit einem digitalen Euro oder diesen
Blockchain, Stablecoins, wird man ja eher, wie Sie es genannt haben, Zahlungsabläufe verarbeiten. Das ist jetzt ja nichts, ich sage, ich kaufe den digitalen Euro und hoffe, dass er um 100% steigt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also deswegen, das ist wie heute auch schon. Ich habe den Euro in meinem Geldbeutel, da gehe ich essen und Pizza und Cola trinken. Täglicher Konsum, täglicher Zahlverkehr. Aber versuchen Sie mal, Gold zu verwenden, um damit in einer Pizzeria ein Espresso zu kaufen. Das funktioniert nicht. Ja? Gold ist eher was für schwere Zeiten, für Krisen. Das würde man zu Hause im Tresor lagern und so weiter. Aber man nimmt das Gold nicht mit in die Pizzeria zum Konsum. Das heißt, das Gold hat eine Berechtigung, der Euro hat eine Berechtigung und beide haben unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, ja, für den tagtäglichen Zahlverkehr, eben der Euro. Und in analoger Weise kann man eben auch den Euro neben den Bitcoin oder Ethereum stellen. Man darf die beiden Sachen aber nicht in einen Topf schmeißen, weil ich werde bis auf Weiteres den Bitcoin nicht verwenden, um damit den täglichen Konsum zu tätigen. Das ist ganz wichtig. Natürlich kann ich den Bitcoin verwenden, insbesondere das sogenannte Lightning-Netzwerk, um hier und da kleinere Tätigkeiten auszuüben, um bestimmte Dinge zu kaufen. Aber wir sind beim Bitcoin da schon noch sehr weit weg von einer breiten Akzeptanz. Ja, Herr Sander, vielen Dank für das spannende Interview. Ich glaube, wir sind wieder ziemlich tief in die Welt der Kryptowährung und des digitalen Euros eingetaucht. Liebe Zuschauer, wenn Sie Gefallen an dem Video gefunden haben, dann geben Sie uns einen Daumen nach oben. Börse Online, wie Sie gesehen haben, gibt es jetzt auch auf YouTube. Hier werden Sie viele spannende Formate rund um Kryptowährungen, Aktien, ETFs, Zinsen, Tagesgeld, Festgeld erwarten. Und ich denke, wir können auch Professor Sandner bald wieder bei uns begrüßen, denn das Bitcoin-Thema dürfte noch etwas Fahrt aufnehmen. Ja, das denke ich schon. Also gerade jetzt in den nächsten 12 Monaten, 18 Monaten dürfte es auch wieder lauter werden, macht dann auch wieder mehr Spaß. Und wie vorher schon gesagt, es passiert sehr viel in dem ganzen Bereich. Ja, vielen Dank, Herr Sandner, für das Gespräch heute.